Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Technik Ranch. Dieses Mal wieder mit dem Herrn Morawitz. Und mit dem Herrn Schnurer. Genau. Wir haben ein dröhnendes Drohnenthema. Wenn ich mit der Drohne über Nachbars Garten rausche und die Kamera läuft, ist das eine gute Idee oder eher eine blöde Idee? Gab es ein interessantes Gerichtsurteil dazu? Wir gucken uns das mal im Detail an. Ja, was haben wir noch auf unserem wunderbaren Programm? SSDs natürlich. Jeder will sie haben. Sie werden immer günstiger, immer schneller, immer robuster. Wir haben uns einige neue Exemplare angeguckt, die wir guten Gewissens empfehlen können. Und? Als drittes Thema haben wir kinderfreundliche Smartphones, aber auch kleine Computer, so genau. Tablets. Wie mache ich so ein Smartphone eigentlich kindersicher? Wie geht das bei Android? Geht das überhaupt bei Android? Wie geht das bei iOS? Wo geht's besser? Und dann eben noch der Blick auf die speziellen Kindertablets. Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. Jetzt gucken. Gucke! Aber sofort! Und ich fliege im Sauseschritt. Nee, ich fliege nicht im Sauseschritt. Nee, das war ein anderes Lied, es ist auch anders am Text her. Nee. Aber Sauseschritt und Fliegen, Im Sauseschritt weglaufen, wenn der Nachbar sich beschwert, mehr oder weniger. Genau. Es geht nämlich um das Thema, ich sag mal vorsichtshalber, es hat sich ausgedrohnt. Genau, das Thema, wie ist das eigentlich, wenn ich mit meiner Drohne und der Kamera da dran über Nachbars Zaun linse und gucke, was da so alles Nettes passiert. Das wollte ein Zeitgenosse tatsächlich mal tun und der Nachbar fand das natürlich nicht so toll, beziehungsweise seine Frau, die da gerade so ein bisschen in Bikini-Stellung war. Tja. Dann hat man den Nachbarn gestellt, hat sich das verboten. Und weil er dabei nicht so 100% einsichtig war, hat sich der betroffene Nachbar dann an einen Rechtsanwalt gewandt und der hat dann mal eben schnell eine Unterlassungserklärung formuliert und die wurde dem Nachbar mit der Drohne zugestellt. Der war damit überhaupt nicht einverstanden, hat gesagt, unterzeichne ich auf gar keinen Fall. Genau, und vor allem zahlen tue ich sowieso nicht. Und ergo, was ist dann geschehen? Ja, dann geht sowas natürlich vor Gericht, wie so viele Nachbarschaftsstreits. Schade eigentlich. Man fragt sich, warum das hier nötig war. Warum? Aber okay, das Gericht hat sich die ganze Geschichte angeguckt, hat sich das Ganze angehört. Zunächst hatte der Nachbar behauptet, er sei da gar nicht rüber geflogen. Er hätte stattdessen mit seiner Drohne die Dachrinnen der anderen Nachbarn inspiziert auf deren Wunsch. Hat der Richter letztendlich nicht wirklich geglaubt, diese Darstellung. Er glaubte dann eher dem Nachbarn, der das Gefühl hatte, dass die Drohne über seiner Frau schwebte und da Beobachtungen anstellte. Der Richter hat dann auch deshalb, weil das Grundstück klar umzäunt war, das heißt, es war von außen nicht einsehbar. Man konnte also ohne Hilfsmittel nicht aufs Grundstück gucken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hat der Richter gesagt, klare Sache, das geht nicht. Da musste dann auch die Unterlassungserklärung unterschreiben und natürlich auch die Prozesskosten, die jetzt nochmal entstanden sind, übernehmen und auch natürlich die Kosten für den Anwalt, der diese Unterlassungserklärung formuliert hat, die muss dann natürlich der Nachbar mit der Drohne auch übernehmen. Ist für mich ehrlich gesagt total logisch, wenn ich mir das einfach mal vorstelle, jetzt mal weg von der Drohne, ich nehme mir eine Leiter, klettere da drauf und fotografiere in Nachbars Garten hinein, wenn ich nicht auf die Leiter gestiegen wäre, würde jeder sofort sagen, klare Sache, ne? Ist verboten, darfst du nicht, kann der Nachbar dir untersagen, ist ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Nachbarn, darf man also nicht machen. Ja, das ist auch so das berühmte Problem, wenn wir jetzt so als Filmteam, also Kollegen und ich und so weiter unterwegs sind. Es gab schon die dubiosesten Geschichten, also jetzt nicht unbedingt drohnenbedingt, aber was eigentlich überhaupt das Recht am eigenen Bild angeht, was auch das Aufzeichnen von Gebäuden, Häusern, wie auch immer alles, was in der Öffentlichkeit steht. Also ne, wenn man jetzt auf öffentlichen Straßen und Wegen ist und ich schwenke so eine Straße ab, zum Beispiel für einen Dokumentarfilm oder für einen TV-Bericht, dann kann ich natürlich oder darf ich auch die Häuser mit im Bild lassen, die da zu sehen sind. Natürlich darf ich nicht ungefragt auf das Grundstück
eines Hausbesitzers treten, ohne mir da vorher eine Drehgenehmigung geholt zu haben. Also da schwammert und schwimmert es und überall und so weiter. Und jetzt das Problem gerade mit dieser Drohnengeschichte, die ist ja barrierefrei. Ganz schnell kommt man ja von dem öffentlichen Grund, sage ich mal, auf den privaten. Ja, und siehe dann, was dabei herauskommt. Ne? Genau, der Richter hat in diesem Zusammenhang auch nochmal klargestellt, also selbst wenn die Drohne keine Kamera gehabt hätte, hat der Besitzer des Grundstücks natürlich auch die Lufthoheit in gewissen Grenzen oberhalb seines Grundstücks. Also gegenüber fliegende Flugzeuge in entsprechender Höhe, also Verkehrsmaschinen und solche Dinge oder Hubschrauber, Polizeihubschrauber entsprechender Größe, kann man sich natürlich nicht wehren. Nee. Das ist gestattet. Aber man stelle sich vor, diese Drohne wäre der sonnenbadenden Dame mitten auf dem Bikini gepurzelt. Das wäre also auch nicht so angenehm. Genau, also insofern habe ich natürlich über meinem Grundstück auch in gewissen Grenzen die Lufthoheit. Ja. Da darf niemand einfach so mit seiner Drohne reinfliegen und schon gar nicht mit einer Kamera dran. Und was absolut nicht geht, ist natürlich diese Aufnahmen dann zur Erhöhung der Klickrate bei YouTube dann irgendwo ins Netz stellen. Wenn man hier sucht auf YouTube, findet man jede Menge dieser Aufnahmen. In Deutschland ist das aus gutem Grunde und wie ich finde völlig zu Recht verboten. So etwas sollte man unterlassen. Wenn man also mit seiner Drohne irgendwo fliegen will, dann bitteschön, sucht man sich ein Gelände. Es gibt ja genug Gelände, wo man das frei machen kann. Es muss nicht unbedingt Nachbarsgarten sein. Oder, lieber Herr Schnurer, man holt sich dementsprechend die Drehgenehmigung. Ja. Entweder vom Nachbarn, der sagt, ja, natürlich kannst du gerne über meinen Garten fliegen. Ich freue mich darüber. Genau, also wenn diese Sachen geht man zum Nachbarn und sagt, du, deine Frau sonnt sich gerade. Darf ich da mal mit meiner Drohne und Kamera drüber? Dafür hätte ich gerne Drehgenehmigung. Ich glaube, naja, die Dame lassen wir jetzt mal weg. Okay. Gut. Also ich ging jetzt wirklich nur von der reinen Natur aus. Genau, wenn es die reine Natur ist, dann kann man das machen. Es kann übrigens auch passieren, dass man auch Gebäude, die nicht von öffentlichen Grundstücken einsehbar sind, nicht einfach so filmen darf. Ja. Es gibt nämlich tatsächlich auch so eine Art, ich sag mal, Persönlichkeitsrecht für Gebäude. Mhm. Das heißt, auch da gibt es Rechte, die ich verletze, wenn ich unter Zuhilfenahme von Hilfsmitteln diese Gebäude ablichte, sei es jetzt als Film oder sei es als Foto oder sei es eben auch nur als Live-Video, das ich mir angucke. Genau. Also da muss man aufpassen. Da möchte ich Herrn Schnurer nochmal beistimmen. Ganz aktuell ist mir jetzt auch nochmal zugetragen worden, es kam ja immer dieser Irrglaube auf, wenn ich in Paris mal Urlaub machen würde und lieber Herr Schnurer wäre mit dabei und wir werden dann quasi von einer dritten Person abgelichtet vor dem Eiffelturm. Jetzt kommt es. Wir dürfen ruhig beide vor dem Eiffelturm stehen und abgelichtet werden. Jetzt kommt die Krux an der Geschichte. Geschieht das am Abend, wenn der Eiffelturm in Beleuchtung erscheint? Dürfen wir beide nicht mehr davor fotografiert werden. Das ist tatsächlich urheberrechtlich geschützt. Die Beleuchtung des Eiffelturms in Paris. Es ist Wahnsinn. Solche Sachen können dann eben auch noch passieren. Also an der Stelle, egal ob mit Drohne oder Kamera, lieber mal ein Hauch zurückhaltender sein und ganz klar über den Zaun filmen, über den Zaun Linsen geht gar nicht und ist auf jeden Fall strafbar und kann im Nachhinein ein sehr teurer Drohnenausflug werden. Ja, wieder einmal gibt es, tada, neue SSDs. Mhm. Ha, wir haben uns einige angeschaut und ja, ist ja auch ein total interessantes Produkt, finde ich. Wer noch keine hat, sollte vielleicht mal drüber nachdenken, angesichts der Preise, die da im Moment so aufgerufen werden für SSDs, ob es sich nicht doch lohnt. Lohnt, doch nicht lohnt. Nö, alles gut. SSD-Festplatten, ob es sich nicht lohnt, umzusteigen? SSD-Festplatten sagen wir gar nicht. Eben, das ist nämlich das Ding, was ich immer mit dem Herrn Schnur habe. Es rutscht ja doch immer so das Wort Festplatte raus. Ja, ich weiß, Flashspeicher. Naja, Solid State genau. Disk. Solid State Disk. Doch, da ist Festplatte ja schon mit drin. Also eine SSD-Festplatte ist sowas wie ein weißer Schimmel. Genau. Und das wollen wir lassen. Aber gut, okay, wir wollen uns ja mit den Produkten beschäftigen. Mhm. Wir haben uns insgesamt 1, 2, 3, 4, nein. 1, 2, 3, 4, 5. 7 Stück angesehen. 7 Stück an der Zahl. So, und zwar geht es los mit den Geräten im normalen SSD-Format, also 2,5 Zoll mit SATA-Anschluss dran. Relativ neu ist von Crucial die MX300. Das ist, wie man sich leicht denken kann, der Nachfolger der MX200. Mhm. Gibt es im Moment ausschließlich in der 750 GB Version. Mhm. Dafür werden 185 wunderbare Euro aufgerufen, also
auch nicht mehr so unsäglich viel. Wollte ich gerade sagen. Wenn man sich mal überlegt, was sowas noch vor einem halben Jahr gekostet hat. Ja. Also 750 Euro. Also 750 Gigabyte für 185 Euro. Ja. Ist eine SSD, die hohe Geschwindigkeit liefert. Sie hat geringe Leistungsaufnahme. Und was auch immer ganz wichtig ist, sie hat auch eine, ja, wie sagt man, hohe Endurance, also ein hohes Durchhaltevermögen. Das ist ein Punkt, den man sich bei SSDs immer mal angucken sollte. SSDs haben ja per se eine irgendwie begrenzte Lebensdauer. Das heißt, die Anzahl der Schreibzyklen, die ich darauf ausführen darf, ist begrenzt. Das liegt an den Flash-Speichern, die da drin verbaut werden. Die sind einfach, die werden mit dem Schreiben immer langsamer und irgendwann sind sie so langsam, dass die Platte gar nicht mehr funktioniert. Darum haben die Hersteller immer eine kombinierte Angabe. Das ist einerseits die Garantie und dann gibt es eine maximale tägliche Schreibrate. Und die liegt hier bei dieser Crucial MX300 in der 750 GB Version bei 196 GB pro Tag. Also mehr sollte man auf diese SSD nicht schreiben, weil pro Tag wohlgemerkt, weil sonst hält sie die 3 Jahre nicht durch. Ja, aber also ich meine, 196 Gigabyte schaffe ich ja noch nicht mal pro Tag, also das ist dann... Ne? Gut, also man sieht schon, an dieser Stelle werde ich bei der SSD keine Probleme kommen. Wir kriegen nachher noch andere, da könnte man in bestimmten Anwendungsbereichen schon Probleme bekommen. Aber lieber Herr Schnurrer, nehmen wir mal an, ich würde mir jetzt diese SSD zulegen. Ich habe jetzt nicht Festplatte gesagt. So, SSD zulegen. So ungefähr mit normaler Datenarbeit ein bisschen Video machen, ein bisschen das machen, ein bisschen das machen. So kann man Pi mal Daumen sagen, so die Lebenserwartung, so also etliche Jahre. Ja, also ich würde sie jetzt nicht niedriger ansetzen als bei einer normalen Festplatte. Eher noch höher, weil sie ja nicht so empfindlich ist gegen mechanische Stöße. Festplatten gehen ja, wenn sie mal kaputt gehen, meistens mechanisch kaputt, dass man da irgendwie gegenrappelt oder sonst irgendwas damit macht. Bei SSDs kann das nicht passieren. Hier kann es natürlich passieren, dass sie elektrisch kaputt gehen, aber da muss ja drumherum auch schon was kaputt gehen. Und wie ist das, wenn ich oftmals was draufspiele und dann wieder lösche und wieder draufspiele, wieder lösche, hin und her und so weiter? Macht sich das auch bemerkbar auf die Lebensdauer dieser SSD? Naja, das war ja genau dieses Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen? Das heißt, also innerhalb von 3 Jahren täglich nicht mehr als 196 Gigabyte sollte ich darauf schreiben. Ja. Lesen ist egal. Lesen beeinflusst die SSD überhaupt nicht, altert sie auch nicht. Aber das Schreiben, das macht sie halt dann doch schon langsam schlechter. Und da habe ich quasi hier dieses Modell. Okay. Wandern wir weiter. Kingston SSD Now UV400. Gibt es in ganz unterschiedlichen Kapazitäten und Größen. Wir haben uns das 480 Gigabyte Modell angesehen. Das gibt es für 109 Euro. Es gibt zusätzlich auch noch eine 240 Gigabyte Variante, knapp 55 Euro und die 960 Gigabyte Variante für 260 Euro. Ist eine relativ günstige SSD vom Preis her, hat allerdings eine relativ hohe Leistungsaufnahme und ist beim Schreiben nicht besonders schnell. Das liegt an den darin verbauten Speicherbausteinen. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Flash-Speicher, die bei SSDs eingesetzt werden. Es gibt sogenannte Multilevel-Flash-Speicher, die können also mehrere Zustände, also mehrere Bits, mehrere Informationsbits pro Speicher enthalten, bis zu 3 Stück. Die sind natürlich sehr kompakt, lassen sich auch sehr kostengünstig fertigen, gerechnet auf das Gigabyte. Aber sie sind eben beim Schreiben auf der einen Seite langsamer und sie sind auf der anderen Seite eben beim Schreiben auch noch empfindlicher. Das heißt, sie lassen sich nicht so oft beschreiben wie die 2-Level-Cache-Speicher oder die in dieser Kategorie Festplatten nicht mehr verwendet oder nicht verwendeten 1-Bit-Speicher. Speicherzellen, also das SLC, Single Level Cache, die sind dann eigentlich etwas, was man nur noch in Serverplatten einsetzt, wo also wirklich sehr, sehr viel drauf geschrieben wird, wo es auch darauf ankommt, dass sie über die gesamte Zeit sehr schnell bleiben. Aber okay, hier haben wir also jetzt eine Platte, die halt nicht so schnell ist beim Schreiben, aber sie ist immer noch schneller als jede Festplatte, das ist völlig klar. Da braucht man sich also keine Sorgen machen.
Wäre also als Aufrüstvariante immer noch eine schöne Wahl. Genau, kommen wir zur ich liebe solche Worte, die Namensbezeichnungen, die Plextor M7V. Genau, auch da gibt es verschiedene Varianten. Wir haben uns die 512 GB Variante für 135 € angesehen. Daneben gibt es noch die 128 GB Version, 46 schlappe Euro, oder die 256 GB Version für 84 €. Die gibt es als 2,5 Zoll und als M2-Variante. M2 ist die Version, die man quasi in SSDs mit einbauen kann. Entschuldigung, in Notebooks einbauen kann. Modernere Notebooks, die haben dafür diesen speziellen M2-Sockel. Hat eine relativ hohe Leistungsaufnahme. Auch hier die Endurance relativ hoch. 3 Jahre bei 284 GB pro Tag. Das ist schon mal eine ganze Menge. Also die kriegt man nicht so schnell kaputtgeschrieben. Oh, das reicht für einiges. Reicht für so einiges, ja, in der Tat. So. SSD. Also ich werde mir demnächst eine richtig gute SSD zulegen. Ja. Bin wirklich mal drauf gespannt, wie schnell das dann alles bei mir so harmoniert. Auch gerade im Thema zum Thema Videoschnitt. Ich werde berichten. Gut, wir werden uns das ansehen. Okay. Machen wir munter weiter. Auch Samsung möchte im Bereich der sehr günstigen SSDs mitmischen und hat deshalb nochmal unter der 850 Evo eine neue Serie aufgelegt. 750 Evo heißt die jetzt. Ist noch einen Tacken günstiger als die sowieso schon recht günstige 850er. Mhm. Wir haben uns die 240 GB Version angeguckt. Die kostet 68 €. Daneben gibt es noch eine 120 GB Version für 53 € und eine 500 GB Version für 129 €. Also man sieht schon, das ist eindeutig der Bereich Kampfpreise. Hat eine hohe Lesegeschwindigkeit, hat geringe Leistungsaufnahme, also braucht wenig Energie, aber. Die Endurance, also das Durchhaltevermögen, ist deutlich geringer als bei den anderen Geräten hier in diesem Vergleich. Innerhalb von 3 Jahren darf ich täglich nicht mehr als 62 GB auf die Platte schreiben. Auch da werden die meisten sagen, für eine normale Anwendung ist das überhaupt kein Thema. Schwieriger wäre es tatsächlich, wenn man jetzt anfängt, so etwas als Videoschnittplatte zu nehmen, wo man also sehr große Dateien sehr oft schreibt und löscht und wieder schreibt. Da würde ich dann vielleicht doch tatsächlich zu einem anderen Modell greifen, weil die sonst sehr schnell an die Grenze ihrer Lebensdauer kommt. Wobei, sehr schnell muss man eben auch gucken, schneidet man wirklich jeden Tag? Eben. Wenn dem der Fall ist, ja, dann vielleicht nicht diese Platte. Aber ansonsten wird man schon ganz gut zurechtkommen. Haben die schon ganz gut Reserven. Ja. Scanned Disk Z410. Ich darf korrigieren, SanDisk heißt der Laden. SanDisk, Entschuldigung. Genau, und da haben wir uns die 240 GB Version für 63 € angesehen. Okay. Daneben gibt es noch eine 120er für 39 €. Also schon fast so auf dem Weg nach Hause zu kaufen aus dem normalen Portemonnaie. Oder die 480 GB Version für 114 €. Auch das eine Platte mit geringer Endurance. 71 GB täglich, 3 Jahre lang, und dann sagt der Hersteller, ist genug. Reicht für den normalen Heimalltag, wie gesagt, immer noch aus. Hat ansonsten eine geringe Leerlaufleistung, was positiv zu vermerken ist, aber auch eine geringe Schreibleistung. Das heißt, sie ist relativ langsam beim Schreiben. Das wiederum ist negativ zu bemerken. Ja, und jetzt kommen wir ans andere Ende der Fahnenstange. Es gibt ja nicht nur SSDs in diesem 2,5 Zoll Format, sondern es gibt auch SSDs, die man quasi in den Rechner reinsteckt als Steckkarte, quasi über den PCIe-Slot. Das sind üblicherweise SSDs, die für etwas professionelleren Einsatz gedacht sind. Das merkt man allein schon daran, dass die entweder deutlich längere Garantie oder aber deutlich höhere Endurance haben. Zwei davon haben wir uns angesehen. Einmal von Toshiba OZZ, wird dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Das ist ja eine Untermarke von Toshiba. RD400 heißt das gute Stück. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine M2-SSD, die auf diese große Platine draufgesteckt wurde. Man kann die also auch einzeln als M2 in ein entsprechendes Notebook einbauen. Hier ist sie nochmal besonders gekühlt, was man auch tatsächlich dadurch daran merkt, dass die Schreibleistung nicht so schnell runtergeht.
wenn man sie nur als nackte M2-Karte nimmt, ohne diese zusätzliche Kühlung, dann wird sie ein bisschen langsamer, wenn man sehr intensiv darauf zugreift. Ansonsten hat die sehr lange Garantie, nämlich 5 Jahre, und dann darf man 158 GB pro Tag draufschreiben, 5 Jahre lang. Das ist schon mal ordentlich. Eine etwas andere Kategorie. Hat eine sehr hohe Schreib- und Leseleistung, ist klar, erwarte ich in dieser Kategorie natürlich auch. Mhm. Gibt es als 512 GB Version für schlappe 318 Euro. Upsessa, wird also schon deutlich teurer. Mhm. 256 GB gibt es sie auch mit 195 Euro. Ja, und relativ neu im SSD-Markt ist die Firma Zotac. Die sind bisher vor allen Dingen bekannt geworden als Anbieter von Grafikkarten und Mini-PCs. Die haben jetzt tatsächlich eine eigene SSD entwickelt. Das ist auch eine SSD, wo die Chips aufgelötet sind. Also nicht einfach nur ein Träger für eine M2. Mhm. 480 GB kostet das gute Stück. Nein, 480 GB hat es sie. Und es kostet schlappe 349 Euro. Ja, wobei schlappe ist natürlich, okay, kostet schon mal eine ganze Menge Holz. Okay. Dafür ist es eine SSD mit einer sehr hohen Schreib- und Leseleistung. Mhm. Ist natürlich teuer, klar, wenn man das mit den anderen vergleicht. Sehr hohe Endurance, 3 Jahre lang 620 GB pro Tag drauf schreiben darf man. Also man sieht schon, das zielt eindeutig eher in die professionelle Ecke. Also für denjenigen, der wirklich intensiv Videos schneidet, der intensiv Datenbanken auf seinem Rechner betreibt, wo also sehr viele Schreibzugriffe anfallen, da wäre das dann so eine SSD, die man da einsetzt. Ja, und flott ist sie natürlich auch noch, logisch, aber das ist eigentlich etwas, was ich bei solchen SSDs im Steckkartenformat erwarte. Die geschützte Selbstständigkeit sicherlich mit einem guten Glas Wasser, aber auch diesmal gibt es den guten Kaffee. Ja. Wie kommen wir jetzt von dort auf das Thema Mutti, ich will ein Smartphone? Naja, ich könnte ja quasi auch per Smartphone das nächste Wasser bestellen. Nein, wir wollen es nicht übertreiben. Nein. Also, worum geht es? Wir sprechen über das Thema Smartphones für Kinder. Ist ja heutzutage kaum zu vermeiden, dass die Kurzen sagen, ich will so ein Ding, weil erstens haben sie alle welche und zweitens, ja, es gehört halt auch heutzutage zu, ja, den Kulturtechniken auch mit solchen Dingern umgehen zu können. Also, was mache ich als Elternteil, wenn ich meinen Kindern ein Smartphone in die Hand drücke? Sicherlich drücke ich es ihnen nicht so in die Hand, wie es vom Hersteller kommt, oder lasse das Kind gar selber konfigurieren, sondern speziell, wenn die Kinder noch ein bisschen jünger sind, also so in der Größenordnung, ja, 8, 10 und so weiter, dann sollte ich da vielleicht ein paar Schutzmaßnahmen ergreifen, damit das Kind auch wirklich nur das auf dem Smartphone sieht, was es darauf sehen kann. Dafür gibt es verschiedenste Möglichkeiten und das ist natürlich wieder mal betriebssystemabhängig. Fangen wir mit dem Desaster an, das ist in diesem Falle Android. Muss man ganz klar sagen, also was Google da in Sachen Kindersicherung, Benutzerverwaltung und so weiter sich zusammengebaut hat, taugt für den Zweck, ein Handy kindersicher machen, nicht wirklich. Mit Bordmitteln komme ich da nicht vernünftig weiter. Entweder lassen sie sich zu einfach umgehen oder aber sie sind so, ja, restriktiv, dass man sie nicht nutzen kann, beziehungsweise lassen wieder bestimmte Teile aus. Denn es gibt ja unabhängig, also verschiedene Bereiche, wo ich ein Interesse als Eltern haben sollte, dass meine Kinder mit dem Smartphone nicht wirklich alles machen können. Das geht damit los, dass es bestimmte Dinge gibt, mit denen sie sich vielleicht nur kontrolliert beschäftigen sollten. Dann gibt es bestimmte Dinge, die sollten sie vielleicht gar nicht sehen. Smartphone hat ja üblicherweise auch einen Browser. Ja. Damit kann ich mich im Internet bewegen. Genauso wie ich meine Kinder nicht unbeobachtet einfach so ins Internet schicken sollte, sollte ich ihnen nicht unbeobachtet einfach so ein Smartphone in die Hand geben. Dann habe ich natürlich noch das zweite Problem. Auf den Smartphones wird sehr oft gespielt. Viele dieser Spiele kosten Geld. Wenn ich also dem Kind ein Smartphone in die Hand gebe, dann kann es sich damit üblicherweise auch ohne weiteres alle möglichen Spiele kaufen, auch die, die es vielleicht nicht spielen soll. Und das ist erstens teuer und zweitens nicht besonders pädagogisch wertvoll. Ja, und dann, selbst wenn ich kostenlose Spiele habe, habe ich oft diese berühmten In-App-Käufe und das kann auch schon ganz schnell ruinös werden. Also für all diesen Bereich muss ich mir was einfallen lassen. Und das geht auf Android ausgesprochen mühselig, nur mit den Bordmitteln. Deshalb bin ich da leider darauf angewiesen, dass ich mir
ja, zusätzliche Apps installiere, die dann quasi als Kinderschutzsystem funktionieren. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Ein Ansatz ist, dass ich zum Beispiel sage, ich ersetze die Standard-Android-Oberfläche durch eine neue Oberfläche, also einen neuen sogenannten Launcher. Und den kann ich wiederum nur verlassen, wenn ich ein Passwort kenne. Ja. Und damit ist dann auch sichergestellt, wenn ich den als Launcher installiere, dass mit einem Neustart des Geräts nicht die ganze Kindersicherung ausgehebelt wird. Weil das ist etwas, wo viele reine Apps leider versagen. Die laufen dann da zwar, aber wenn ich das Gerät neu starte, dann werden sie nicht automatisch mitgestartet, beziehungsweise ich habe die Möglichkeit, sie wieder zu deinstallieren. Das ist über den Weg des Launchers einfacher, dafür zu sorgen, dass da tatsächlich das Kind nicht draufkommt. Wir haben uns da einige angeguckt. Das, was uns insgesamt auch von den Möglichkeiten am besten gefallen hat, ist die App Kids Place. Das ist ja so eine Art konfigurierbares Spielfeld für die Kinder. Es gibt es in einer kostenlosen Version und auch in einer kostenpflichtigen Version. Die kostenlose Basisversion reicht für die üblichen Geschichten einigermaßen aus. Wenn ich etwas detaillierter konfigurieren will, muss ich tatsächlich in die kostenpflichtige Version investieren. Und dann habe ich da tatsächlich noch monatlich Gebühren zu bezahlen. Aber das sollte man sich im Detail genau angucken, was man davon braucht. In der Regel reicht die kostenlose. Eine zweite ganz sinnvolle App ist Asset Parent Control. Das arbeitet sehr ähnlich. Dort habe ich aber den Effekt, dass ich alle installierten Apps erst einmal sehen kann auf dem Smartphone. Erst wenn sie dann aufgerufen werden, sagt die App dann, Moment mal, du, auf diese App hast du jetzt erstmal keinen Zugriff. Was ich hier zusätzlich machen kann, ich kann dann quasi als kindlicher Nutzer fragen, lieber Papi, lieber Mami, kannst du mir das freischalten? Und auf diese Weise habe ich dann quasi eine Möglichkeit, dem Kind Stück für Stück auch Sachen zu gestatten. Das ist eigentlich eine ganz nette Möglichkeit. Was all diese Apps immer mitbringen, ist quasi das Kindertracking. Das heißt, es wird üblicherweise getrackt, wo sich das Smartphone befindet. Da sollte man mit seinen Kindern auf jeden Fall im Vorfeld drüber sprechen, bevor man sowas installiert. Hm. Weil das im Nachhinein nicht so genau ankommt, wenn Mutti und Papi dann hinterher wissen, wo das Kind war. Insbesondere, wenn die Kinder anfangen, etwas älter zu werden, ist das ziemlich bescheuert, wenn man sowas dann auf dem Smartphone hat und darüber vorher im Hause nicht gesprochen wurde. Ah. Das wären so die beiden Dinge, die man eigentlich bei Android empfehlen kann. Ansonsten kann man Google nur ins Handbuch schreiben, beziehungsweise ins Pflichtenheft eigentlich für eine Weiterentwicklung von Android, dass sie um diesen gesamten Bereich sich mal etwas mehr Gedanken machen müssen. Also hier das einfach dem, ja, der App-Entwicklergemeinde zu überlassen, ist, finde ich, eine ziemlich bequeme Lösung. Und es funktioniert auch nicht so richtig gut, weil das Betriebssystem darunter eben viele Sachen nicht mitbringt. Wie man sowas ordentlich machen kann, das kann man sehr schön bei Apple sehen. Ich lobe ja ungern Apple, aber an dieser Stelle muss man einfach mal ganz klar sagen, ein iPhone kindgerecht zu machen, und zwar in sehr granulierter Art und Weise, sehr genau konfigurierend, das ist wirklich super möglich inzwischen. Und was da auch noch positiv hervorzuheben ist, das gilt nicht nur für die neuesten iPhones, sondern eben auch für ältere, die man auch schon relativ günstig kaufen kann, weil Apple eben tatsächlich die neueren Betriebssystemversionen auch noch für ältere Smartphones zur Verfügung stellt. Also an dieser Stelle gibt es viel mehr Punkte für Apple als für Android. Ja. Da heißt es dann iOS-Geräte für Kinder absichern. Genau, das geht über verschiedene Schritte. Ich habe einmal den Bereich Familienfreigabe, wo ich einerseits Daten innerhalb der Familie freigeben kann, wo ich aber auch Gruppen gründen kann, wo dann einer als Administrator dient und dann quasi den anderen auch Rechte zugestalten kann. Dann habe ich den gesamten Bereich Einschränkungen, nennt sich das. Das ist zum Teil ein bisschen komisch formuliert. Da vermutet man jetzt nicht unbedingt die Kindersicherung dahinter. Aber das ist so der zweite große Block, wo ich da tatsächlich gezielt einzelne Apps auch aussperren kann für diesen Benutzer, wo ich sie bestimmte Rechte gezielt vergeben kann oder eben auch nicht vergeben. Und dazu gehören jetzt auch solche Sachen wie beispielsweise In-App-Käufe. Auf diese Weise kann es dann nicht so leicht passieren, dass es ruinös wird, wenn das Kind dann mit irgendeinem neuen Spiel unterwegs ist und sich lauter nette kleine Items dazu kauft. Und
Der dritte Bereich, das ist eher das, was dann für sehr kleine Kinder ist, ist der sogenannte geführte Zugriff. Da kann ich quasi innerhalb einer App bestimmte Bereiche festlegen, wo ein Kind überhaupt hinklicken darf und kann. Und so kann ich sehr gezielt eben diesen geführten Zugriff machen. Ich kann damit eben auch einem Kind mal einfach so ein Telefon in die Hand geben und auf diese Weise es damit rumspielen lassen, muss noch die ganze Zeit gucken, was es damit macht. Und das ist eben eine sehr schöne Möglichkeit. Da hat Apple wirklich eine Menge installiert, sich eine Menge einfallen lassen, um es den Eltern eben auch leichter zu machen, dieses Gerät kindgerecht zu verwalten. Und man kann das dann quasi schrittweise immer weiter freigeben. Das geht innerhalb dieses Apple-Universums erstaunlich gut. Naja. Es gibt ja auch noch die Möglichkeiten, ich sag mal so, gelinde gesagt, Beruhigungstabletten, nämlich Tablets für Kinder im Vergleich. Also, ne, diese wunderbaren Tablets. Genau. Schicke Sachen. Das ist die andere Variante, wenn ich also dem Kind jetzt kein Smartphone in die Hand geben will, sondern für zu Hause dann eher ein Tablet. Hat ja den großen Vorteil, dass ich etwas mehr Bildschirmfläche habe. Stehe ich natürlich im Prinzip vor dem gleichen Problem. Ich muss auch das irgendwie kindersicher machen. Und bei einem Tablet, das zu Hause rumfliegt, gibt es ja neben dem Aspekt des Zugriffsschutzes noch den zweiten Aspekt. Das Ding muss auch einigermaßen, ich sag mal, runterfallgeschützt sein. Also ein normales, super flaches Tablet ist vielleicht schneller kaputt als ein liebes und ist vielleicht auch zu teuer. Deshalb haben wir auch nochmal einen Blick auf Tablets für Kinder geworfen. Die Auswahl ist da nicht so sonderlich groß, insbesondere dann, wenn man Geräte haben möchte, die jetzt keine reinen Schrabbeldinger sind. Das heißt also, wo wirklich ein ordentliches Betriebssystem drauf läuft, wo man im Prinzip die meisten Apps auch tatsächlich drauf laufen lassen kann, weil das System leistungsfähig genug damit ist, um das zu tun. Zwei haben wir uns dabei rausgeguckt. Einmal gibt es von Kindle, von Amazon die Kindle-Version quasi mit in der Fire Kids Edition. Das ist also ein Tablet, das außenrum schon mal so einen Gummibumper hat, damit das Tablet, wenn es denn vom Tisch fällt, nicht gleich kaputt ist. Wir haben das ausprobiert, hat es auch ohne weiteres überlebt. Was hier noch erwähnenswert ist, finde ich, Amazon garantiert, das Tablet innerhalb von 2 Jahren auszutauschen, ohne zu fragen, warum es denn nun kaputt gegangen ist. Also einen bedingungslosen Austauschservice. Ich frage mich natürlich, ob der Hammer auch dazu gehört, aber okay, also Sie sagen zumindest, Sie tauschen es. Das sind ja Dinge, die sich ja schon fast auch die Großen wünschen. Ja, sicherlich. Würde man sich als Großer auch wünschen. Ist natürlich jetzt hier auf 2 Jahre begrenzt, aber okay, es ist zumindest eine Möglichkeit, dass dieses Tablet, wenn es denn tatsächlich kaputt geht, wenigstens nicht futsch ist, sondern eben auch noch ausgetauscht wird innerhalb dieser 2 Jahre. Und danach ist das Kind wahrscheinlich sowieso zu groß für das Gerät. Was man erwähnen sollte, 120 Euro kostet der Spaß. Das ist für ein Tablet dieser Leistungsklasse eine Menge Geld. Wenn ich nur von der reinen Tablet-Leistung gehe, also danach gucke, wie das Display aufgebaut ist, was da für ein Prozessor drin ist, wie das sonst so funktioniert, dann würde ich ein vergleichbares Tablet für 80 Euro kriegen. Aber das ist natürlich auf der einen Seite nicht so stoßgeschützt. Es hat nicht diese Garantie, diese erweiterte. Und es hat nicht die kindersichere Oberfläche, die hier mit dabei ist. Die ist für 1 Jahr kostenlos mit dabei. Danach kostet es mich 5 Euro pro Monat, wenn ich es weiter nutzen will. Also da ein bisschen aufpassen. Das sind Zusatzkosten, die da möglicherweise auf einen zukommen. Wenn ich diese Oberfläche nicht benutzen will, stehe ich vor dem gleichen Problem wie mit Android-Tablets, weil dann habe ich wenig Möglichkeiten, das System irgendwo kindersicher zu gestalten. Also ich komme eigentlich nicht drum herum, tatsächlich diese Oberfläche zu nutzen, dieses Konto anzulegen, und da muss ich eben darauf aufpassen, dass ich nach dem einen kostenlosen Jahr tatsächlich kündige, wenn ich es nicht weiter nutzen will, oder eben sonst monatlich 5 Euro, 60 Euro im Jahr, das ist auch eine Menge Holz, dann nochmal zusätzlich mit einkalkulieren. Ansonsten, es hat ein sehr umfangreiches Medienangebot, da sind sehr viele kindgerechte Filme, Hörbücher, Bücher mit dabei in diesem Basis-Abo. Das heißt, die kriege ich schon mal kostenlos, kann ich also das Kind auch damit irgendwo hinsetzen. Die robuste Hülle habe ich schon erwähnt. Die Hardware an sich ist lahm und das Gerät an sich ist ziemlich schwer. 400 Gramm wiegt das Ganze. Das ist schon mal nicht so ganz leicht. Wow.
Ein zweites Gerät, sehr ähnlich aufgebaut, ist das CurioTab 2. Das ist quasi eine Kombination aus Hard- und Software. Mhm. Da hängt auch Pro7 RTL mit drin, die Teile dieses Programms eben mit dazu liefern, was dazu gehört. Das Gerät selbst kostet 130 Euro. Und es kostet mich zusammen mit diesem Kinderzugang dann 6 Euro pro Monat, die ich dann bezahlen muss. Auch da habe ich wieder ein relativ reichhaltiges Software- und Hardware, Softwareangebot und Unterhaltungsangebot mit dabei. Das Display an sich ist allerdings relativ schlecht und das Gerät an sich ist auch sehr langsam. Nachteil bei der Geschichte ist, der Speicher ist relativ klein. Ich habe dort 8 GB drin und da ist Software vorinstalliert. Klar, die ich dann auch nutzen will. Und dann bleiben halt für Erweiterungen nur noch 2 GB übrig. Das ist nicht wirklich viel für so ein Tablet. Also muss man dann da gegebenenfalls ein paar dieser Programme wieder runterlöschen. Aber das kann man ja machen. Alternativ dazu könnte man natürlich dem Kind auch ein Samsung-Tablet spendieren. Auch da gibt es eine Kinderoberfläche. Da liegen wir dann so bei 260 Euro. Da liegen wir bei der 10-Zoll-Version bei 260 Euro. Es gibt aber auch das Tablet als 7-Zoll-Version, da liege ich bei ungefähr 130 Euro. Mhm. Die 10-Zoll-Version ist das Samsung Galaxy Tab A10.1. Mhm. Und das ist insgesamt dann aber von der Hardware her ein sehr ordentliches Tablet. Ist allerdings nicht mehr stoßgeschützt. Mhm. Ich habe auch keine erweiterte Garantie. Dafür aber hohe Auflösung, ich habe lange Akkulaufzeiten, eine zeitgemäße Ausstattung. Ja. Aber, der Punkt, den wir uns jetzt ja genauer angucken wollten, der Kindermodus ist eher dürftig. Das heißt, man kann da schon relativ leicht entschlüpfen aus diesem Kindermodus, ist dann im ganz normalen Tablet-Modus als Kind. Also das ist nicht so geschlossen wie die beiden anderen Modelle. Da sollte man dann vielleicht doch das Kind nicht unbeobachtet oder unbeaufsichtigt dran herumsackeln lassen. Nein. So viel zum Thema Smartphones und Tablets für die lieben oder auch nicht so lieben Kleinen. Für die Kurzen. Und das war sie wieder. Eine erneute Ausgabe der Technik Ranch mit Herrn Schnurer. Und dem Herrn Morawitz. Schon wieder vorbei. Ja, so ist das am Ende einer Technik Ranch. Ich hoffe, Sie hatten Spaß dabei. Wir hatten ihn auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns weiter. Denn Sie wissen ja, es gibt viel zu viele Menschen, die uns noch nicht kennen. Daran wollen wir doch gemeinsam was ändern. In dem Sinne, noch einen schönen Tag und tschüss. Ja, genau. Diesmal. Nicht abschalten, noch dranbleiben. Mit Kaffee. Ja, genau. Es war diesmal tatsächlich ein Kaffee dabei. Ja, das hätte ich tatsächlich fast vergessen. Fairerweise hier der Euro. Das berühmte Kaffeeentgelt am Ende der Technikrenze. Jetzt aber. Weil er säuft ja Kaffee wie ein Loch. Habe ich gar nicht gesagt. Und tschüss. Tschüss. Abonnieren, ja, und weiterempfehlen. Nicht, dass wir uns deswegen die Haaren kriegen.